Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier im Vulkan von Eldin stehen geblieben. Und Nick hat was zu sagen. Unglaublich, die machen hier, was sie wollen, in unserem Revier. Ah, schreck mich doch nicht so. Ach, du suchst eine Freundin von dir? Ach, da kann ich dir nicht helfen, Mann. Hier ist nämlich niemand vorbeigekommen. Vielleicht ist deine Freundin ja da oben entlang gegangen? Ha, kann ich irgendwer diese roten Kerle betreiben? Oh ja, ich habe ein Schwert und ein Schild. Ich glaube, das regle ich mal für euch. Ja, nicht die Wand, Link. Die Wand ist nicht rot. Die sind rot. Oh Gott, es sind ja viele. Ein ganzes Nest von denen. Ah! Ich habe einen Plan. Ah! Der Macht des Master Swords bringe ich euch um. Okay. Ja. Okay, beim Mannschaft hat's gebracht. Oh, ich rutsche aus. Zu overwhelming hier. Zack, das war der gute Angriff. Und auf dich! Na, shit. Na, ja, das habe ich verdient. Renn, 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 renn. Okay, 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 okay. Entspann dich, entspann dich. Ja! Yeah! Wirbelattacke bringt's immer. Stich. Oh, ja. Nehmen wir kurz die Zeit. Ich habe nämlich einen goldenen Schmuckschädel gehalten. Ein wirklich sehr seltenes Schmuckstück. Sein goldener Glanz wirkt seltsam. Das war wichtig, dass wir den noch kurz zeigen. Ja. Jetzt geht's weiter. Ja! Bam, 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 bam. Oh Gott, da oben ist einer. Komm ab hier. Das ganze Geld. Nein, es fliegt. Oh, ich werde dafür zahlen. Dass du mein ganzes Geld raubt. Oh, noch ein goldenes Schmuckstück. Okay. Aha. Wo kommt ihr denn bitte? Ihr wollt sowas von Stress? Ja, den könnt ihr haben. Kommt der? Oh, der könnt ihr gar nicht herkommen. Na, dann komm ich aber zu euch. Komm, ich bin mal fair. Ich bin ein fairer Krieger. Ich mag euch zwar wehtun, aber ich bin fair. Ja. So. Und du da oben? Oh, der ruft die. Das ist der Anführer. Der Lackeier. Du kleines Weichei. Denkst du, kannst mir entfliehen? Schlickster! Ah, was sind denn Lackeier? Leben wir noch. Was wollt ihr? Haut ab, ey, ihr Nix-Nutze. Ich trau meine Augen nicht. Alle besiegt. Ja. Kannst mal sehen. Wie gut ich ja das Ganze gehandelt krieg. Oh mein Gott, Zugas! Du bist ja richtig heftig, Digga! Ja, danke für deine Hilfe, Mann! Wie mag man das sich lumpen, wenn uns jemand hilft? Wie kann ich dir für deine Hilfe danken? Rubine! Rubine? Rubine? Das ist es, was du willst? Das wird meinem Dank nicht gerecht. Ich hab da was anderes. Moment! Ich bin leider ziemlich pleite und selbst wenn ich Geld hätte, dann dürfte ich sie nicht geben, weil wir Mokma, wir geben halt kein Geld ab, weil Familientradition, aber ich habe noch irgendwo was anderes, was ich dir geben kann. Warst du nicht auf der Suche nach deiner Freundin? Das hier wird dir sicher mehr nützen als Rubine. Du hast die Grabklauen erhalten, drücke auch mit ihnen in auffällig aussehenden Erdreichen zu graben. Oh, jetzt können wir Boden ausgraben. Lecker. Dann bekommst du hier nach oben. Probierst du mal ein Loch da aus. Ich brauche sie sowieso nicht, hab ja selbst gute Klauen. Die aber werden sie nützlich sein, findet sich als Rubine. Ich hoffe, deine Freundin ist durch den roten Kern in die Hände gefallen. Ja. Hoffen wir es. Okay, Moment. Wo sind die denn jetzt? Hä? Ah, da! Mit diesen scharfen Klauen kannst du im Boden graben, drücke A, um sie an Stellen zu verwenden, die ungewöhnlich aussehen, die sassy aussehen. Sehr verdächtig. Ah, hier. Und hoch da. Und nochmal. Und nochmal graben. Was ist das denn hier? Du hast Eldenerz erhalten. Ein äußerst hartes, robustes Erz. Das glitzert. Lässt sich gut weiterverarbeiten. Okay. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass die Items rechts für irgendwelche Bazar-Sachen sind. Beim Bazaar kannst du ja so ganz viele Quests, nicht Quests, ja, ihr wisst, was ich meine. So ein paar Sachen machen und so. Deutsch. Erste Sprache.
Hm? Warum ist denn noch? Das merken wir uns mal für später, dass hier zwei Löcher sind. Drei Löcher. Das sollten wir uns dringend merken. Nur so kommen wir überhaupt zur Truhe. Vielleicht ist da ja ein Herzteil. Wer weiß, wer weiß. Die Möglichkeit besteht und deshalb sollten wir uns auf jeden Fall merken. Aber jetzt erstmal weiter geht's. Graben wir ein bisschen Eldenerz aus und was auch immer wir ausgraben können. Blablabla. Gehen wir mal hier lang. Mhm. Ja, hoch da. Und da auch hoch. Ja, Kletter, Kletter, Link. Link. Jetzt, okay. Keine Ahnung, was ich Link da gerade gedacht hat. Ich hatte keinen Bock. Ja, auf deine Freunde zu rufen! Sind schon hinter mir, oder? Nee? Hat das nicht mehr geschafft? Dann wäre ja gut. Dann wäre ja ziemlich gut. Okay. Hier wohnen sie also im Vulkan, verstecken die sich. Belästigen die armen Mogus. Keine Ahnung, wie die hießen. Ich hab's wieder vergessen. Verdammt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Oh, Ratespiel. Ene, mene, Mister, rappelt in der Kiste. Ene, mene, Mac und du bist weg. Woohoo! War zu erwarten. Dann denke ich mal, es ist die goldene Mitte. Die werde ich nämlich als nächstes ausprobieren. So, hoch da. Ja, jetzt geht er automatisch da hoch. Perfekt. Und jetzt Mitte, Mitte. Woo! Hä? Hä? War richtig. Und als Dank finden wir ein Erz. Ja. Ein einziges Erz. Das muss aber reichen. Für unsere harten Arbeiten. Naja. Es geht ja sowieso nicht darum, um Erze zu finden, um Geld zu scheffeln. Sondern um unsere Freundin zu finden. Was ist eigentlich hier? Geht's hier weiter? Yep. Okay. Oh. Hi. Das ist mich erschreckt, Alter. Was gibt's denn direkt über mir? Ja, schon in Ordnung, man weiß nie, was man beim Graben findet. Das macht es so spannend. Natürlich findet man Rubine, aber auch hartes Metall oder Herz oder Herzen. Na, wann immer du ein Loch siehst, solltest du drauf losgraben. Ja, ich denke auch, das ist eine ziemlich gute Idee. Aber das ist ein Labyrinth hier. Okay, coole Geräusche, die ihr macht. Ups. Geld! Ah, nein, rennen, rennen, rennen! Nein! Link! Okay, das Spiel war sehr großzügig mit mir. Ich habe keine Ahnung, was Link sich da dachte. Ich weiß nicht, wo er da hochklettern wollte, aber es funktioniert nicht, Link. Also hör auf. Mhm. Mhm. Hm. Labyrinth hier, aber ihr kriegt mich. Kriegt mich. Ja. Ah, oh. Mhm. Hm. Hier sind Bomben. Man sollte sie vielleicht mal benutzen, wenn man sie schon hat. Das killt ihn nicht? Der schießt immer noch. Immer noch. Der hört einfach nicht auf. Oh, da kann man graben. Moment. Hier kann man graben. Nur ein Rubin. Nur Rubine. Dum, 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 dum. Okay, jetzt habe ich mich verlaufen. Sorry, das musst du daran leiden. Oh, versteckt sich. Hat sich versteckt. Nee, ich bin falsch lang gelaufen. Einen Moment. So, ich wollte hier lang laufen. Und dann ganz schnell. Ah, falsche Richtung. Wann sieht er mich denn bitte schon? Okay, dann muss ich es ab hier schmeißen. Das könnte aber klappen. Das könnte klappen. Nee. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll. Aber könnte
sein. Hab ich ihn? Ja, hab ihn. Ja gut, das Herz brauche ich jetzt nicht. Aber ich hab ihn. Und jetzt würde ich sagen, die Bombe nehmen. Und hier. Bei dem Dude. Ja, zu spät. Ja. Dann wollen wir wahrscheinlich so. Wahrscheinlich ist das richtig. Hab ich recht? 2-2! Oh. Muss ich das jetzt extra timen oder was? Meine Güte, ey. Nein! Na, oder? Nein. Ja, jetzt habe ich ihn. Das hat eine Minute gedauert. Nicht mein Herz droppte mir. Gierig, gierig, gierig. Und geizig. Vor allem geizig, ja. Nein, andersrum. So, ja. Der Rasenmäher. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Nein. Ich muss noch graben. Rubine, 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 Rubine. Und das war's. Okay, und hier. Rubine. Erz. Nichts. Rubine. Rubine. Alles klar. Ich denke mal, mit dem Erz können wir vielleicht unser Schild wieder reparieren. Ist es dafür da? Könnte ich mir ziemlich vorstellen. Nur mal kurz den Rasenmäher cosplayen. Ja, ich wusste es. Ich hab's doch schon gedacht, hier hinten ist noch ein so ein Loch. Immer schön ausgraben, deshalb verstecken die da immer unter dem Gebüsch. Sonst wäre es jetzt so einfach. Und wo führt uns das jetzt hin? Hinter den Vulkan, wo wir nicht hin konnten? Die Antwort lautet: Yep. Cool. Mhm. Ja, okay, aber es verbraucht leider auch sehr viel Ausdauer, ist das Problem. Aha, hier sind aber nochmal ein paar Löcher. Jetzt könnte man theoretisch backtracken und überall alle Löcher ausgraben, aber ich glaube, das mache ich nur, wenn ihr mir das auch sagt, dass ich das machen soll. An bestimmten Orten zum Beispiel. Cool. Den hatten wir schon. Ein Magmarienkäfer. Okay. Ich habe vielleicht noch was Neues. Fünf Rubine. Cool. Oh, hier ist noch ein Loch. Ah, das habe ich gesehen, du. Das habe ich gesehen. Ja, gut. Das ist irgendwie immer nur müllig. Okay. Noch einer. Aber diesmal grün. Gerade eben war hier jemand, der so ähnlich aussah wie du, nur mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Hier geht's nicht weiter, aber das hat ihn nicht mal gebremst. Er ist einfach hinübergesprungen. What? Was für eine Kraft. Respekt. Einfach drüber gesprungen? Das können wir aber nicht, ne? Oh. Müssen wir auch nicht. Uns wird der Weg gebahnt. Hey! Auserwählter der Göttin! Hä? Was ist das denn? Zelda ist nah. Beeil dich. Ha? Wer war das denn? Zelda ist nah. Beeil dich? Moment, was gibt's denn dann hier? Ist das eine Abkürzung? Wenn ja, möchte ich sie gerne schaffen. Höchstwahrscheinlich, oder? Na komm. Ja, komm, zeig, zeig. Na komm. Ja, ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Ja, ja, das war eine Abkürzung. Supi toll. Dubi, dubi, dubi. Hier können wir sogar abspeichern. Vulkanaufstieg. Aha. Wir kommen Zelda hoffentlich näher. Sonst lohnt sich der ganze Schmutz hier nicht. Was ist das hier eigentlich? Irgendein Käfig? Oder was? Komm, springen wir es auf. Keine Ahnung. Kann man nichts damit machen? Hä? Nichts? Was ist denn das? Ist da was drinne? Auch nicht.
Komisch. Okay, hier ist eine brüchige Wand, wo wir eine Donnerblume benutzen können. Na komm, dann benutzen wir doch mal eine. Ich habe das Gefühl, mitnehmbare Donnerbüchsen, die man so... Das geht nicht. Überall haben kann. Die werden wir hier vielleicht nicht bekommen. Was ziemlich traurig ist, aber naja. Hä, aber wie soll ich das machen? Oder kann ich hier einfach lang? Einfach so? Ja! Fürs erste ja. Blum. Okay. Okay. Hä? Oh Gott, wenn wir da runterrutschen, ich glaube, dann sind wir Geschichte. Dann fallen wir in die Lava. Also, renn! Und rollen! Rollen! Oh, rollen sollte ich lieber nicht. Oh, ich. Oh, wow. Hey! Hä, wieso geht mein Schwert nicht mehr? Jetzt geht's. Hä? Was soll ich dann los? Blam, blam! Coole Geräusche. Okay, da oben schmeißt so ein Vollidiot auf uns. Da sollten wir aufpassen. Hier übrigens auch, weil wenn der hier rüber wollt, dann wirft er uns in den Tod wegen der Bombe. Aber macht das nichts. Warum macht er doch nichts? Oh, warte, das ist sogar gut. Ich kann den hier machen. Na gut, falsche Richtung, aber der rollt sowieso noch runter und... Ja, es klappt. Da ist was Neues. Da gehen wir mal hin. Wow. Aha. Haben wir vielleicht irgendwie gekillt auf dem Weg? Noch mehr von euch? Kommt mal her in meine Sammlung. Nice. Es macht tatsächlich ziemlich Spaß, mit dem Ding hier rumzufuchteln. Nur muss ich halt ein bisschen besser damit werden. Da macht es auch bestimmt viel mehr Spaß. Und ja. Oh. Hi. Hey, Media! Denkst du, ist das Besseres oder was? Tja, nix da. Nix da. Oh! Ah, wir sind wieder ganz am Anfang! Ja, ganz am Anfang. Hoch, 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 hoch. Okay, Pause. Pause hier. Pause da. Pause überall. Ja. Und hoch. Mhm, du schmeißt uns jetzt ab, aber kriegst es nicht hin, weil du ein Opfer bist. Kriegst mich hier nicht mal runter. Aber kannst mir schaden. Verdammt. Verdammt, der konnte mir schaden. Nicht so gut. So. Hey. Noch so eine Basis von denen. Ha, ich will nur stechen. Stechen! Alter, stech halt nicht! Der blockt ja alles, was ich mache. Ha! Das hast du aber nicht geblockt, hä? Ich fang dich! Komm her! Fang dich! Okay, das hat nicht geklappt. Was? Du, du! No, wer macht denn das hier? Du willst ja wohl Stress, oder? Nein, warte. So. Moment. Fresse. Halt deine Klappe. Ich krieg dich. Kannst nichts machen. Oh, na wohl. Muss ich mich angreifen? Okay, ich krieg den da nicht runter. Muss ich wohl was anderes probieren. Was kann ich denn probieren? Bevor jetzt gleich noch mal ein Monster kommen. Oh! Was machst du denn hier? Fragst ja danach, gefangen zu werden. Na komm. Komm. Ab in meine Sammlung und du auch. Wo auch immer du kommst. Nein! Ja, selber schuld. Wenn dann meine ja, wirklich in meine Beine läuft, selber schuld. Weißt du was? Ich schubse einfach runter! Geht das nicht? Bam! Nee. Bombe? Die Bombe vielleicht? Schon gelandet übrigens. Ja. Er ist sogar wirklich gestorben. Tja.
Mit Link legt man sich nämlich nicht an, Freunde. Ihr wisst gar nicht, zu was er entstanden ist. Ja. Gucken wir mal weiter. Ob wir irgendwas Sinnvolles finden müssen. Hier, Wasser. Warum ist hier Wasser? Okay. Sehr interessant. Sind hier irgendwelche Spinnen oder irgendwas, was ich runterschmeißen will? Nein, dann ist ja alles pikapo. So. Ja. Hier. Ja. Nichts. Gut. Was willst du da? Ja. Da stimme ich dir zu. Na gut. Oh Gott, was haben die denn hier aufgebaut? Eine Festung! Oh Gott. Oh Gott. Boah. Bro. Verdammt. Ja! Ah! Tja. Und du bist als nächstes dran! Ja, cool. Und nun ihr da oben. Ihr könnt mir gar nichts. Gar nichts habe ich. Gar nichts. Oh, oder? Autsch. Autsch, autsch, autsch. Schwert. Schwert, Schwert, Schwert. Oh Gott. Die da oben. Wir machen Probleme. Sofort, sofort, sofort. Schwert, Schwert. Autsch. Nein, nein, nicht rutschen. Nein. Okay, okay, ich bin nicht so weit gerutscht. Okay, der eine ist, glaube ich, tot. Ich glaube, der eine wurde zerquetscht von seinem eigenen Felsen. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Ich fange dich. Komm. Schade. Wäre lustig gewesen, wenn man da irgendwas gemacht hätte. Aber wäre auch irgendwie albern gewesen. Na gut, okay. Egal. Steuerung. Egal. Nehmen wir mit. Schmeißen wir runter. Nein! Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Hier ist der Busch gewandt. Why? Ist hier wohl Bomben, die man benutzen kann? Hier oben? Hier oben müssten ja Bomben sein. Tatsache. Hä? Sie müssen es hier vergraben haben, aber ich finde nichts. Bist du sicher, dass es hier war, Ferry? Und was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel, den Schlüssel! Welchen Schlüssel? Sie haben den Schlüssel zu diesem Topf zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Und eines von diesen fünf Teilen muss hier sein. Hm, hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit dem blonden Haaren gesehen, der hier hineingebracht wurde? Ja, bestimmt haben sie da etwas Wichtiges versteckt. Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelheiten des Schlüssels? Teilen, Einzelteile. Wir öffnen damit das Tor und reißen uns drinnen sämtliche Schätze unter dem Nagel. Aber können wir uns nicht einfach hineingraben? Du bist ganz schön schlau. Ja. Gebieter, diese zwei Vollidioten haben uns nun mitgeteilt, dass wir mit fünf Teilen des Schlüssels hier reinkommen. Die eben erwähnten seltsame Gestalt, die weggebracht wurde, war... Zelda! Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Warte, war Zelda schwarz? Also, gekleidet, meine ich jetzt. Ich meine, jetzt ist Zelda schwarz gekleidet. Aber wie krass Zelda dann ist? Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente des Schlüssels zu diesem Tor aus demselben Material bestehen wie das Tor selbst, beträgt 95%. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar. Daher habe ich sie als Ziel für die Aurasuche festgelegt. Alles klar. Das sind Schlüssel. Na gut, sind ja auch 5 Schlüsselteile. Na, macht Sinn. Okay, ich versteh's. Wir müssen das timen. Jetzt. Nee, viel zu spät. Jetzt.
Nee, auch zu spät. Viel zu spät, ja. Verdammt, Moment. Das hat das Problem. Das hat das Problem. Dass ich da runterrutsche. Jetzt. Ich muss mich halt direkt richtig hindrehen. Als ob das nicht geklappt hat. Ich war voll nah dran. Ja, ja, komm. Ja, das hat geklappt. Was ist da? Ein Loch. Ha. Ha. Was sich wohl dort befindet? Schauen wir doch gleich einfach mal selber nach. Hier mussten wir so gelangen. Ein Schlüsselfragment. Es ist Teil des Schlüssels, der das verschlossene Tor zum Tempel öffnet. Sammle alle 5 Fragmente, um ihn zu vervollständigen. Es fehlen nur noch 4. 4 Stück noch, sagst du? Gut. Hier kurz aufladen. Warum ist ja eigentlich so eine Aufladeblume? Na egal. Nicht schlimm. Auch da. 4 fehlen uns noch und da hinten sind ein paar Handlanger. Die wir mal eben ganz gekonnt auslöschen. Hey! Ja, ich meinte das schon wirklich mit auslöschen. Ja, das ist so ein bisschen an wie so Luigi's Mansion, Geister. Ja, ja, ja. Dann haben wir doch gleich wieder Lost. Luigi's Mansion. Deutsch. Luigi's Mansion. Luigi's Hotel zu spielen. Auch ein cooles Spiel. Vielleicht lässt gleich das irgendwann mal. Aber ich schweife ein bisschen ab. Da oben bist du. War nicht gerade Bomben? Ich hab doch irgendwo gerade Bomben. Da. How about you shut up? Klappe da oben. Fall runter und verreck. Oh. Nice. Hier ist bestimmt eins der Teile, die wir brauchen. Aber leider sind wir hier nicht alleine. Gut. Wow. Immer noch nicht alleine. Verdammt. Zack. Ja, ist hier was? Ich glaube, hier sollen wir noch gar nicht lang. Ne, ich sehe gerade, das hier ist ein neues, der Weg zum neuen Gebiet. Oder? Hier ist ein neu, hier geht's zum neuen Gebiet. Ja, ja. Ja, doch, wenn ich hier rüberkomme. Und dann geht's hier rüber zum neuen Gebiet. Lassen wir das mal. Ich glaube, hier sollen wir erst später hin. Also nicht jetzt. Und deshalb. Ha, werde ich wieder nach rechts gehen, aber da links ist auch noch ein Tor. Komme ich da schon hin? Ja. Nein, nee, komme ich nicht. Aber was ich machen kann, ist den hier zerstören. Yeah. Flieg, Bruder. Flieg und sei frei. Toll. Nee, hier können wir noch nicht lang. Okay, okay. Ist doch kein, nicht, ist doch nicht zufällig irgendwie so ein Fragment. Ups, das wollte ich nicht. Oben war das. Ja, oben. Mal schauen. Dumm, dumm, dumm. Hier? Direkt hier? Kann ich drinnen graben? What? Hier? Hm. Ich glaube, er meint ganz woanders. Sicherlich meint er ganz woanders. Aber Leute, wo genau er es meint. Oh, dort hinten, Moment. Finden wir das vielleicht noch in dieser Folge? Maybe. Maybe, maybe. Komm schon. Ach, Bomben mal wieder. Oh Gott, was ist das denn hier für ein Rätsel? Ganz viele Bomben werden benötigt. Und jetzt ist hier auch noch mal was. Oh Gott, Leute, ihr seht schon. Hier passiert noch einiges in The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Deshalb würde ich ja mal vorschlagen, dass wir uns das Ganze mal in der nächsten Folge genau anschauen. Aber das machen wir jetzt noch. Das machen wir noch, bevor wir aufhören hier.
mit dieser spannenden Folge. Und nächste Folge wird noch spannender. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ja, das hat sich gerade ein bisschen gedoppelmoppelt, aber egal. Ja, bis zum nächsten Mal.